Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Weiter geht's hier auf Riss. Wir wollen jetzt zunächst mal die letzte Aufgabe hier her mit dem Neuen erledigen. Ich habe noch ein bisschen versucht zwischen den Folgen, mir irgendwas Sinnvolles einfällt, wie wir vier Paletten mitkriegen. Aber der Tartarin hat keine Anhängerkupplung. Das Einzige, was wir versuchen können, ist, dass wir den Pritschenauflieger mit der Winde. Nee. Können wir vergessen, kriege ich nicht beladen. Ohne Kran. Will ich eigentlich hin? Hier. Mal Platz da. So, ich bin mir noch nicht so 100% sicher, ob das eine gute Idee ist, aber. Sicherheit nicht durch. Den habe ich zu spät gesehen. Alter, ich sehe überall Felsen hier, die konnten. Ne, da kommt man, müsste man hochkommen, ja. Ausgesucht. Ach so, hier kommen wir bei dem Wachturm raus, alles klar. Nee, ich müsste den Anhänger, den Rutschenauflieger ja ankuppeln, damit er fürs Beladen erkannt wird. Naja, da fahren wir zweimal, so weit ist der Weg ja nicht. So, ich hätte gerne viermal Zement. Das ist mir nicht geben, war mir klar. So, ja, da würde ich sagen, fahren wir jetzt hier den normalen Weg. Den Tartarin habe ich hier beim Wettbewerb schon geparkt. Ja, da bringen wir jetzt zwei hin, fahren nochmal zurück. Und holen die nächsten zwei. Ja, mit dem Stahl nicht anders gemacht. Mittendurch, wie immer. Ja, und dann hat es durch die Erledigung Stahlträger, den wir in der gestrigen Folge ganz zu Anfang abgegeben haben, hat sich drei neue Aufträge, glaube ich, freigeschaltet. Zwei davon hier auf dieser Map, die haben wir schon angenommen. Einmal müssen wir dafür nach Steinbruch über Ersatzteile holen. Das andere ging, glaube ich, rein hier. Ausschließlich auf dieser Map. Jetzt nur gerade nicht mehr im Kopf, was für Material das war. Ja, da steht er, schon startbereit.
kurz Überblick verschaffen. Will da denn auch irgendwo Wege rein oder muss ich da jetzt wirklich durch den Sumpf? Jetzt gleich gewahr. Jetzt sehe ich auch den gelben Rahmen. So, den schon mal abliefern. Den noch einmal mal mit. Bin ich 100% sicher. Naja, komm, Problem geht über Studieren. Ich sehe Bäume und ach, das ist ein Zaun. Da kommen wir so durch. So, dann haben wir ihn einmal leer. Dann würde ich sagen, damit wir uns ein bisschen Zeit sparen, weil es war ja meine Entscheidung, jetzt keinen Anhänger zu holen vor der Folge. Sag ich mal, zur Ladestation, Zement laden und hier zum Dorf wieder her, machen wir mal einen kurzen Timelapse. Ja, hören wir uns gleich wieder. Okay, dann geben wir die beiden Kollegen jetzt nochmal ab. Das ist einmal so ähnlich, würde ich sagen. Ja, ist doch gut. Ich will immer aus dem Menü wieder raus, obwohl es da ja gar kein. Wenn man das. Das schließt sich ja automatisch, wollte ich jetzt sagen. Wo genau ist das? Da hinten ganz. Zeigst du mir das hier denn schon so deutlich an?
Da bist ja. Rangaufstieg, Rang 25, sehr schön. Her mit dem Neuen, gut gemacht. Es mag nicht sehr viel sein, aber manchmal machen die kleinen Dinge den Unterschied. 1260. Echt? Also das war doch jetzt nicht so eine dramatische Aufgabe, oder? Aber gut, bevor ich mich schlagen lasse. 7100 Knete auch noch on top. Jetzt sind wir bei über 650.000. Da muss man sich dann auch bald mal Gedanken machen. Mal ein bisschen in den Fuhrpark investieren. So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier noch... Ah, jetzt weiß ich wieder, was das andere war. Geoforschungsstartpunkt. Ne, das war es nicht. Datensicherung. Ja, wir sollen diesen Serviceanhänger dahin bringen. Das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte war hier, ich glaube, laut und deutlich, genau. Da sollen hier oben zweimal Ersatzteile hin. Die müssen wir aber ja aus Steinbruch holen. Glaube ich zumindest, dass es Steinbruch war. Ich würde aber sagen, dass wir uns als allererstes jetzt mal dem Wettkampf hier stellen. Kannst du mir den auch einmal anzeigen? So, da sollen wir vom Startpunkt aus hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte abfahren. Haben für Gold 6 Minuten Zeit. So, jetzt will ich mir das vorher einmal anschauen. Hier müssten wir eigentlich straight durchkommen. Das müsste auch so. Also wir fahren offensichtlich einmal durch dieses, was soll es sein, Flussbett. Ehemaliges, ausgetrocknetes. Und da sollten wir eigentlich überall ganz gut durchkommen. Ich würde jetzt mal zusätzlich die Punkte nochmal markieren, obwohl er sie uns eigentlich ja anzeigt. Und dann bringen wir den Kollegen hier nochmal eben in. Nehmen wir den in Betrieb. Ja, ist okay. So, 251 Liter hat er noch. Das sollte wohl klappen. Dann würde ich sagen, Hakengas. Ach, jetzt sind meine Punkte weg, weil ich die mit dem anderen LKW eingestellt habe, oder? Na, ist ja auch egal. Nicht weiter dramatisch. Das wird jetzt ja angezeigt. Da hoch. Ist schlecht, ich habe einen Platten. Wie muss ich den Motor ausstellen? Wo sind meine Windenpunkte? Dauert immer ein bisschen besser. Ich dachte, du bist so eine Bergziege. Schade, dass sie gar nicht angezeigt werden. So, Punkt 1 haben wir. Möglicherweise, dass wir diesmal Gold verfehlen. Darunter durch. Zu spät eingelenkt.
So, Hälfte haben wir. An der Zeit sieht es ähnlich aus. Der sinnvollere Weg zu sein. Alter, nicht anfallen. Naja. Gut, der muss natürlich auch noch in die Werkstatt, muss noch gepimpt werden. Ich glaube, ich habe mir eine ganz dumme Stelle ausgesucht. Heute wird's geil. Okay, Radius ist toll. Ja. Eine Minute noch. Ich glaube, diesmal wird er X. 32 Meter. Und den Fotofinish werden. Halali! Kartierung von Erdrutschen. Jetzt haben wir eine ungefähre Ahnung von der Form des Risses. Gute Arbeit. Deswegen Riss. Jetzt bin ich auch dahinter gekommen. 180 Belohnung, 3000 Knete, 5 Minuten 42. Ja gut, da waren jetzt wahrscheinlich ein paar, zwei, drei Stellen dabei, wo man es sinnvoller hätte machen können. Aber gut, erledigt ist erledigt. Das gefällt mir natürlich soweit. Dann würde ich sagen, springen wir schon mal in den Tiger zurück. Machen uns schon mal auf den Weg zum... Der müsste ja hier auch irgendwo, genau, und da müssen wir hin. So, du bist da. Dann würde ich sagen... So soll das mal. Was war das? Das ist eine Kuh. Okay, 203 Liter, sagt er. Ding hier durch. Ja, kann man den da. Okay, probieren wir unser Glück. Hm.
reißen dich so in eine Runde. Hier sind doch Fahrspuren, nimm die doch. Kollege jetzt im Weg, oder? Das können wir vom Umgucken bewahren. Ups. Theoretisch auch rechts an dem diese blöden Bäume nicht. Rechts an dem Felsen hätte man vorbeifahren können. Da hinten ist das gute Stück, aber ich sehe gerade, dass wir die Geschichte hier gar nicht. Ne, da war es nicht. Okay, danke. Der war's. Der steht hierher, aber da werden wir ihn nicht rauskriegen. Oder steht der andersrum? Ja, schauen wir mal. Es hätte wahrscheinlich einen einfacheren Weg gegeben. Da komme ich auch nicht hoch. Bindepunkte wird es ja wahrscheinlich keine geben. Habe ich mich gedenkt. Warte mal. Da oben macht auch wenig Sinn. Der Seite. Dann lass uns mal. Lass uns mal den versuchen. Kämpf dich doch drüber. Über den kleinen Kiesel. Wurzelbaums. So wird das nix. Willst du mal... Hallo? Willst du hin? Im Schrank. Komme ich da hier wieder raus? Wir werden es erleben. So, wir müssen den aber erstmal anderweitig hier nach draußen buxieren.
Gott sei Dank. Lalalala. Lalalala. Ich glaube, das bringt nichts ändern. La 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 la. Dann sind wir los. Ich breche es jetzt. Ah ja. Na gut, Kollege Tatarin ist nicht so weit entfernt. Nicht gucken wollte, kann der sich reparieren? Nö. Egal. Diese sagte aber ein kleines Spritzproblem. Voll auf rechts eingelenkt. Ach du kleines Lenkwunder. Ich den so schon wahrscheinlich nicht. Nö. Okay. Dann versuchen wir den mal wieder auf die Beine zu stellen. Bitte. Anhänger entfernen. Den Truck will ich wechseln. Ja. Jetzt gescheit sieht das noch nicht aus.
Da wollte ich nämlich eigentlich hin. Nee. Ich glaube, das, was ich hier jetzt gerade vorhabe, ist völliger Blödsinn. Gut, ich würde aber sagen, Folgenlänge sollten wir erreicht haben, trotz des Timelapse. Machen wir hier für heute Feierabend. Morgen zweiter Anlauf, den Anhänger da rauszukriegen. Ja, ich bedanke mich wie immer recht herzlich für euer Interesse und würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.